Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Ich wurde gerade angeschrieben. Genau, dann bin ich eher gut. Macht nichts. Wir haben das letzte Mal die Challenge Beans geschafft und deswegen ist jetzt die 14. It's in the Cards Challenge dran. Die Antwort steckt in den Karten. Beginnen wir das einfach mal. Und, oh Gott, wie sehen wir denn aus? Wir kriegen zwei Karten, können sogar beide mitnehmen. Haben gleich von Anfang an das Kartendeck, das uns immer neue Karten gibt. Kann man die irgendwie wechseln? Warte mal. Ja, okay. Man kann sogar die Karten wechseln. Mit der Taste, mit der man sonst die Karten und Pillen wegschmeißen würde. Das ist auf der Tastatur standardmäßig Steuerung. Auf dem Controller muss man das einstellen. Was haben wir denn sonst noch so? Da oben seht ihr wieder mein Seed. Den trage ich auch in die Beschreibung rein. Auch bei den alten habe ich das nachgetragen, falls euch das interessiert hat. So, wir haben einmal das Kartendeck, wie gesagt, dann haben wir eine Batterie. Die macht, glaube ich, dass unser Item überladen werden kann, dass wir es gleich zweimal einsetzen können. Dann haben wir noch die Power-Batterie da. Die macht, glaube ich, dass unser Item ein weniger braucht, um aufzuladen. Und dann haben wir noch das eine Item, dass wir halt zwei Twinkets haben können und wir sehen sehr witzig aus. Warum auch immer wir so komisch aussehen, aber macht ja nichts. Achso, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, was wir denn für Karten haben. Wir haben einmal so Tower, die könnten wir hier einmal einsetzen, um mit etwas Glück den blauen Stein aufzusprengen. Oh Gott, nein, hau ab. Danke. Ja, und wir können zweimal hier die Karte oben das Trinket oben einsetzen. Sehr schön. Haben noch einmal Chariot in petto, das ist auch sehr schön. Und wir könnten eigentlich einmal die Karte einsetzen. Joker, Joker ist natürlich schon cool. Und wir spielen, wie es aussieht, den ganz normalen Isaac. Bedeutet also, man startet mit einer Bombe, drei Herzen und normalem Schaden. So. Und das Ziel der Challenge ist es, wieder Mom zu besiegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was wir bekommen würden, wenn wir die Challenge schaffen sollten, ist... Zeige ich euch gleich, wenn der Raum fertig ist. Ist, wir würden bekommen den Super Meat Boy Fan. Ne, Super Meat Boy Super Fan heißt das. Den kennt, das kennt, das Item kennen wir auch aus dem letzten, aus dem alten Isaac. Oh Mann, was ist heute los? Nämlich, das ist einfach diese Kettensäge. Quasi und, ja, diese Kettensäge. Die einen zu den Super Meat Boy macht und dann All Stats abgibt. Dann ist man so komisch rot und sieht aus wie ein Super Meat Boy und ist toll. So, wir haben einmal eine Joker-Karte und eine Chariot-Karte. Die packen wir uns mal rein. Die Joker-Karte benutzen wir wahrscheinlich erst später. Obwohl wir könnten... Na, so wollen wir sie jetzt schon verwenden in der ersten Ebene? Ich weiß ja nicht. In der ersten Ebene ist das bestimmt nicht so gut. Obwohl, in der ersten Ebene kann ja sonst keine sein, oder? Ach, wir gehen erstmal zum Boss. Gemini, ein ziemlich einfacher Boss. Aber er ist nicht gedingenst. Ach, und endlich macht das Musik. Ja, schön. Nicht so eine geile wie im alten, aber immerhin Musik. Das haben sie also gefixt. The Magician. Na toll. Und nochmal ein Range-Up. Dann gehen wir wohl doch nochmal in den Joker-Raum. Warum nicht? Und kriegen irgendeine Page. Ein Abonnent hat gesagt, das ist gut. Also nehme ich mit. Your enemies will pay. Für... Oh, wir haben die Karte in der Hand. Das ist ja schön. Das war irgendwas Gutes. Ich habe es nur leider wieder vergessen, was es genau getan hat. Auf jeden Fall hat es uns ein halbes schwarzes Herz gegeben. Aber das hat noch irgendwas mehr gemacht. Für irgendwas war das gut. Das war richtig, richtig gut. Ich weiß nur nicht mehr für was. Macht ja nichts. Warte, wir haben... An sich alles. Goldene Räume gibt es sowieso nicht. War das ein blauer Stein hier? Nein. Gut, dann gehen wir einfach eine Etage tiefer, oder? Hier kann eigentlich nichts mehr. Ja, komm. Wir wollen nicht so viel Zeit verschwenden. Nehmen wir die Beine in die Hand. Hat sogar gepasst mit dem Bild eben. Oh nee, da gehe ich nicht rein, weil wir noch ein halbes schwarzes Herz haben. Das können wir ja besser einsetzen. Zum Beispiel nicht bei Sloth. Na, Sloth wird uns nicht treffen. Nee, du bist viel zu faul, um uns zu treffen. Ach, scheiße. Egal. So, Tour of Clubs hat die Bomben verdoppelt, glaube ich.
Lohnt sich also noch nicht. Ah, alle drei Arten an Fliegen. Das ist ja schön. Wie eine glückliche Fliegenfamilie. Mutter, Kind und Vater. Sehr schön. Und wir haben sie einfach getötet. Voll grausam. Was sind wir nur für ein Arschloch? Au, was seid ihr für Arschlöcher? Nein! Dovi Fliege. Hallo, guck mal hier. Haha. Okay, die können spucken. Interessant, interessant. Nee, das will ich nicht. Hör mal bitte auf, danke. Wir kriegen eine neue Karte. Death. Was hatten wir sonst? Magician. Magician brauchen wir an sich nicht. Und Tour of Clubs, wir haben jetzt genug Bomben. Dann setzen wir das mal ein. Ja, hat tatsächlich die Bomben verdoppelt. Und... Hier wäre... Ja gut, das holen wir uns auf jeden Fall. Das holen wir uns, weil hier noch ein blauer Stein ist. Verdammt, dann hätte ich von oben das lieber machen sollen. Egal, und dann können wir auch in den Shop reingucken, weil hier immerhin eine Pille ist. Bringt uns aber nichts, alles nicht. Das heißt, wir gehen hier sofort wieder raus. Und suchen den Boss. Boss? Kein Boss. Kein Boss hier. Wo kann bloß der Boss sein? Da unten ist auf jeden Fall ein blauer Stein. Das ist doch was Schönes. Den holen wir uns. Und noch eine Karte. Wir kriegen wir sogar mehr Karten durch irgendwas, kann das sein? The Emperor hat einen zum Boss teleportiert. Was haben wir hier sonst? Ja gut, die beiden Karten behalten wir auf jeden Fall. Oben ist kein Stein, hier ist aber der Boss. Hallo Monstro! Wie geht es dir? Was hatten wir? Death, okay. Death hat ihn, glaube ich, stärker gemacht. Aber für Monstro brauchen wir das, glaube ich, nicht. Wir müssen aber noch einmal durchlaufen. Das muss sein, es tut mir leid. Gegen Monstro muss man unter durchlaufen. Oh Gott. Ich würde gern nochmal unter dich durchlaufen. Nee, das zählt ja nicht. Ach komm, Monstro. Oh. Lass mich unter dich durchlaufen, danke. Obwohl das eigentlich richtig blöd ist. Egal. Egal. Haben gerade ein ganzes Leben verloren? Gut, Monster haben wir auf jeden Fall geschafft. Und wir kriegen dafür Pillen. Karten. Gut, das gibt es also auch mit Karten. The Tower bringt uns überhaupt nichts. Stärke ist ganz cool. Tour of Hearts. Ja. Was nehmen wir denn mal mit? Stärke ist ganz gut. The Tower nicht. The Emperor schon. Death und Emperor. Oh. Nehmen wir Stärke und Death mit. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Verbasseln jetzt nochmal kurz unser ganzes Geld hier. Im Shop war ja, glaube ich, keine Detonationsmaschine und wir kriegen tatsächlich mehr Karten, kann das sein? The Moon hat einen, glaube ich, in den Geheimraum teleportiert, richtig. Wo wir Mr. Mega kriegen. Nee, jetzt sehen wir aus wie ein Mega... Nee, nicht wie ein Mega-Man, wie ein... Oh Gott, wie hießen die? Bomberman. Wie ein Bomberman. Bomberman. So, sehr gut. Dann haben wir ja sogar noch eine Karte eingesetzt. Was hast du? Magician. Oh ja, toll. Komm, setzen wir das einfach ein. Dann können wir es nicht nochmal einsetzen. The Tower, The Emperor. Strength und Death, genau. So. Yay, yay. Okay, Automat. Oh, der Automat ist großzügig heute. Und dafür darf er jetzt sterben. Ein Twinket. Mein Twinket. Tschüss. Das Twinket macht, dass wir in jedem Raum einen neuen Effekt bekommen. Irgendeinen Pilzeffekt. Und das ist witzig. Hahaha. Und da wir sowieso noch kein Twinket haben. Hatten. Habe ich es einfach mal mitgenommen. Oh Gott, wir dürfen keine Leben verlieren, damit wir in den Challenge-Raum gehen können. Hätte ich eben schon reingehen sollen. Und wir nehmen die Death-Karte. Na, oh, ganz viel Geld. Auf euch habe ich eigentlich gar keinen Bock. Okay, Death hat ja nicht Stärke gemacht, sondern hat Schaden gemacht. Interessant. Bla, bla, bla. Okay, wann macht er das genau? Nur wenn ich nah an ihn rangehe, oder? Nee, ist anscheinend zufällig, okay. Interesting. Oh, nee, geh weg. Wow. Kann man eigentlich gegen die Gegend laufen? Wollen wir es mal ausprobieren? Nein. Ah, gut.
leider nicht. Oh, wir sind kleiner geworden. Njong. Hi. Warte mal, spreng mal hier. Danke. Okay, da war nix. Dann spreng nochmal hier. Danke. Auch nix. Na gut, dann hier nochmal. Na gut, dann sollst du erlöst sein. Ich guck selber nach. Okay, hätte aber der Geheimraum sein können. The Hanged Man haben wir bekommen. Und da hat man mein Handy gehört. Hallo. Hallo, ihr Spinnviecher. Ih. Seit wann explodieren die denn so eklig? Das ist ja widerlich. Widerlich ist das. Und ihr seid auch widerlich. Oh Gott. Ich mag euch nicht. Ihr macht irgendwelche Verfolgungstränen oder so. Oder was sind das für Tränen? Sind das solche Liebestränen? Auf jeden Fall seid ihr doof. Also sterb. Oh, nochmal zwei. Okay. Okay, ist gar kein Problem. Ich mach die auch fertig. Ja, ja. Hallo. Ist das jetzt hier eine Spinnenebene oder was ist los? Nein, geh weg. Au. Oh. Okay, das Item, das wir im Teufelsraum gekauft haben, ersteigert haben, hat irgendwas gemacht. Ich weiß zwar nicht was, aber es hat was gemacht. Und wir könnten hier mal reingucken. Ein Fragezeichen-Item. Das hätte ich gern. Komm, wir müssen Geld suchen. Geld, 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 Geld. The Hanged Man wollte ich eben eigentlich einsetzen. Aber ich habe aus Versehen falsch gedrückt. Vor reiner Nervosität. Oh nein, wir haben uns selbst getroffen. Was ist hier los? Wenigstens sind da Herzen drin. Und ganz viel Geld. Oh ja, Geld ist schön. Kaufen wir uns das Fragezeichen. Los, ab zum Fragezeichen. Hallo Fragezeichen, wie geht es dir? There's options. More options? Oh. Okay. Mehr Optionen? Wofür? Finden wir bestimmt doch irgendwie raus. Wenn ich nicht allzu bald sterben sollte. Und wir kriegen noch eine Kiste mit. Immerhin nochmal drei Geld drin. Jo, da kann ja auch immer was drin sein, wie wir gelernt haben. Aber diesmal nicht. Schade, schade. Dann muss der Boss ja irgendwo hier oben sein. Aber there's options. Was soll das sein? Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Ach, die teilen sich nicht mehr auf, wenn man sie getötet hat. Also wenn man einen davon getötet hat. Oh, das ist interessant. Das heißt, sie wurden einfacher gemacht. Und größer. Na gut. Noch eine neue Karte. Und zwar The Lovers bringt uns gar nichts. Aber The Hanged Man bringt einen... Ja, gut, wir nehmen The Lovers mit. Warum nicht? Hallo, du bist rot. Haha. Bist du schüchtern? Oh. Oh, Magier. Echte Magier in diesem Spiel. Geil. Ich würde gerne meine Karten einsetzen, damit ich... Oh, oh. Hä, die haben echt ein ganzes Leben abgezogen. Wieso sind... Achso, wir schießen so schnell wegen unseren Trinket. Und The Hollow. Hi. Du bist aber ein dicker Hollow. Ganz schön langer Hollow. Wow. Hallo? So ein langer Hollow habe ich noch nie gesehen. So ein langer Hollow, wie sich das anhört. Aber so einen langen Hollow habe ich noch nie gesehen gehabt. Krass. Und wie lang ist euer Hollow? Nicht treffen. Au. Ich lasse mich natürlich mit Absicht treffen, damit ich meine Lovers-Karte einsetzen kann. Damit ich wieder eine neue Karte mir holen kann. Zwei? Das war's. Alles wird verdoppelt. Ach ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist richtig geil. Hier dieses Item, das wir im Teufelsraum gekauft haben, verdoppelt alle Sachen, die gedroppt werden. Oh, ich hätte lieber das blaue Ding mitnehmen sollen. Aber man kann nur ein Item mitnehmen. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich kann beides aufheben. Okay, sehr cool. Deswegen liegen hier auch zwei Herzen, sonst wäre das nur ein Herz gewesen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, cool. Und there's options, weiß ich leider noch nicht, was es macht. Aber schauen wir mal. Hallo. Oh, wir haben zu viele Leben.
Oh nee, ihr seid nervig. Ich hasse euch. Sterbt einfach. Ich hasse euch wirklich. Wieso seid ihr nur ein Kopf? Ah. Aber anscheinend verfolgen die einen nicht, wenn man nicht nah genug dran ist. Das ist auch gut zu wissen. So, na los. Stirb. Ja, ja, treff mich ruhig ganz oft. Ich hab sowieso alles Mögliche. Guck, ich hab so Lavas. Haha. Jetzt kann ich eine neue Karte einsetzen. Stars, ab zum irgendeinen Raum. Sonst hätte er in die Stars wahrscheinlich in den goldenen Raum geschickt, oder? Oder war das wirklich nur so zufällig? Weiß ich nicht. Und wieso ist das jetzt nur eine Münze? Ich dachte, egal. Man soll sich nicht über Münzen beschweren. Immerhin haben wir eine bekommen. Und tschüss. So, da liegt ja ein halbes Herz. Das heißt, wir können die auf jeden Fall mal reinschnuppern. Und kriegen nochmal zwei Karten. Warum nicht? The High Priestess würde ich gern behalten. Ach, wir haben jetzt ja kein Geld mehr. Ja gut, dann musst du leider sterben. Tut mir leid, kleiner Bettler. Und wir kriegen den Burn Penny. Den haben wir doch neulich erst freigeschaltet, glaube ich. Ja, cool. Ja, 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 cool. Cool, cool, cool. Das gefällt mir. Und ihr kleinen Gishes seid auch kein Problem. Solltet ihr auf jeden Fall nicht sein. Oh. Ist er denn? Ihr trefft mich. Dann seid ihr ein Problem. Hä? Komm. Danke, danke. Eine Kiste. Meine Kiste. Meins. Noch eine Karte. Wheel of Fortune. Bringt uns auch nichts. Ups. Wheel of Fortune. The Empress? Was hat The Empress gemacht? Was hat The Empress gemacht? High Price. The Empress hat einen zum Boss teleportiert, oder nicht? Nein. The Empress hat einen stärker gemacht. Okay. Gut. Gut, dass ich mir das auch nie merke. Ich habe die Karte schon so oft eingesetzt und weiß es immer noch nicht. Und ich denke bestimmt jedes Mal wieder, dass es einen zum Boss teleportiert. Aber das war The Emperor. Die klingen aber auch gleich. Mann, Mann. Und das Bild ist auch fast gleich. Okay, The Emperor bringt einen zum Boss. The Empress macht einen stärker. Gut, das merken wir uns. Ah, ich habe keinen Bock auf euch. Hier ist noch ein Bettler. Wo haben wir die 5 Münzen her? Ach ja, haben wir eben eingesammelt. Hier haben wir gar nichts. Das ist allerdings der Bossraum. Wir schauen aber erstmal in den Shop rein, denn hier ist Greed. Dann können wir dem Bettler gleich noch Geld geben. Das ist doch schön. Aua. Okay. Das wird mir hier gerade ein bisschen zu blöd. Ich glaube, ich setze das ein. Jo. Die kriegen jetzt Steam Sale und kein Geld. Das ist doof. Aber ein bisschen Bömmchen. Achso, das macht übrigens der Burn Penny. Wenn wir Geld aufsammeln, das besteht eine 50-50-Chance, soweit ich weiß, dass Bomben spawnen. Und da haben wir leider den Bettler getötet. Verdammt. So war das nicht geplant. Egal. Egal. Muss damit leben können. Beziehungsweise... Ja, egal. Gehen wir zum Boss. The Dark One schon wieder. Machen wir es mal ein bisschen stärker, weil der Boss doch irgendwie ein bisschen nervig ist. Vor allem, weil er mal alles dunkel macht und dann irgendein Kram macht. Ich weiß immer noch nicht, was er alles kann. Aber ich weiß, dass er was kann. Er ist cool. Na, was machst du jetzt? Bestimmt irgendwas... Nee, er charged nur, okay. Sonst warst du aber cooler drauf, oh. Hä, sonst hat er doch immer noch diese Stacheln gemacht. Was ist denn los mit dir? Wo bleiben deine Stacheln? Hm. Gut, dann nicht. Nein, ich habe nicht nachgeguckt. Egal, Regeneration ist immer gut. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was das andere war. Ihhh. Wie eklig wir aussehen. Macht nichts. So, gehen wir weiter runter. Sind schon in der 5. Ebene. Nicht schlecht, nicht schlecht. Depth 1. Die Tiefen 1. Da, da, da. So, ich würde sagen, wir besiegen erstmal den in der Mitte. Weil der doch recht nervig ist. So. Und dann diese komischen Tentakel-Pflanzen-Dinger, die nichts machen. Hm. Vielleicht werden die ja irgendwann nochmal stärker. Wenn man irgendwie, was weiß ich,
Isaac besiegt hat oder so. Dass sie sich dann auch entwickeln können. Oder wenn man irgendein Item eingesammelt hat. Oh, das wäre cool. Wenn man irgendwie so ein Sonnen-Item hat oder so. Und dann, wenn das dann wirklich Pflanzen sind. Dann wachsen die einfach. Das wäre witzig. Aber ist wahrscheinlich nicht so. Egal. Vielleicht kommt da ja irgendwas noch mit dem Add-on. Ja gut, für eine Münze will ich da nicht ran. Ich weiß nämlich, dass das Gegner werden können. Ja. Aber da war so ein Splitter drin. Von daher hat sich das gelohnt. Dann kriegen wir so einen super Geheimraum. A-Watts. Temperance. A-Watts. Yay. Hallo. Oh nein. Jetzt haben wir den Boss nicht gemacht. Wir sind einfach... Nein. Wie dämlich. Egal. Wie sieht's aus mit der Zeit? 18:30. Hä? May you be poor in heart? Ach, wie cool. Wenn man die Karte aufruft, dann sieht man auch den Text zu der Karte, oder wie? Ach, das ist nett. Müssen wir mal ausprobieren, ob das bei allen Karten so ist. Hier, wenn ich die Karte aufrufe, dann guck mal unten rechts bei der Karte, dann steht da ein neuer Text. Bei Temperance. Das ist doch ganz witzig. Das ist witzig, ja, ja. Oh Gott. Schreit nicht so. Bitte. Es gibt Leute, die schlafen wollen. Oh, davon kriegt man ja Kopfschmerzen, wie die schreien. Gut, dass ich keine Kinder habe. So. The Devil hat einen bestimmt stärker gemacht. Ich weiß es nicht. Ich kenne diese ganzen Karten nicht. Ich bin einfach voll der Noob bei diesen ganzen Karten. Hat The Devil... Ich bin so dämlich. Ich wollte eigentlich wechseln. Ja, es hat dann stärker gemacht. Gut, wissen wir das wenigstens. Oh, und zwar stärker als andere Karten. Na toll. Gut, dass wir es so eingesetzt haben. Ich wollte eigentlich die Karte wechseln und gucken, was ich noch so habe. Wollte gucken, ob ich vielleicht noch eine Death-Karte dabei habe oder so, damit ich die nicht besiegen muss. Egal, kriegen wir jetzt eh eine neue Karte. Noch nicht, vielleicht aber beim nächsten. Hallo, du Geist. Komm her. Ja, gut. Die brauchen aber so übelst lang, bis sie wieder da sind. Geist? Hallo, ich warte auf dich. Da bist du. Hi. Oh, machen wir jetzt so wenig Schaden? Oder hat er so viele Leben? So, jetzt komm mal her und... Oh, verschwinde, Geist. Ich hab dir nichts getan. Würde mich einem interessieren, ob da irgendwas anderes ist bei dem Geist, wenn man das Uja-Board hat. Dass es dann irgendwie ein böser Geist wird oder so. Das wäre witzig. So, hiernach kriegen wir aber eine neue Karte. Nee. So. Karte. So, hör mit. Ja, gut, können wir auch nehmen. Allerdings ist hier... Oh. Bringt uns aber nichts mehr. Wir kaufen uns einfach... Das Herz, dann sind wir ein bisschen sicherer und... Achso, Hermit hat er in den Shop gemacht. Verdammt. Oh Mann, wieso bin ich so dämlich? Egal. Ein Herz, sehr schön. So, Hermit hat einen also in den Shop gebracht. Gut. Gut, dass ich ihn einsetze, wenn ich gerade im Shop war. Auf jeden Fall. Au. Ich will nicht mein blaues Herz wieder verlieren. Ich hasse die. Das sind richtige Hassgegner. Die schießen so... So schnell und dann auch noch so schräg. Die sind böse. Böse. So, wir haben drei... Ja, langt. Wir gehen zu Mom. Hallo, blaue Mom. Blaue Mom? Blaue Mom. Cool. Mal eine andere Form. Gefällt mir. Und wir kriegen natürlich hier so einen blöden Gegner. Mom, zerquetsch mal bitte deinen komischen Kopf da. Oh. Oh, oh, oh. Oh, nee. Jetzt haben wir leider auch keine Karte. Das ist ja jetzt blöd. Wir sind in der Challenge mit den Karten. Oh, danke, Mutti. Und haben einfach keine Karte. Ih, so viele Spinnen. Oh Gott, ich hasse es. Ja, zertrampelt die mal. Dankeschön. Oh nein. Wir sterben doch jetzt nicht bei Mom. Niemals. Was sieht man mit ihren ganzen Spinnen? Yo, wie weit ist die Spinne denn bitte geflogen? Ja, kommst du nochmal irgendwann raus oder produzierst du... Mann!
Shit, wir haben noch nicht mal die Hälfte ihrer Leben verdaddelt. Okay, ich glaube, wir müssen mal ein paar Bomben setzen. Damit sie mal ein bisschen Schaden bekommt. Gut. Oh, weia. Danke. Nein! Oh Gott. Ah, wir haben eben Leben dazu bekommen. Okay, ich fühle mich sicherer. Und wir haben gewonnen. Das war knapp. Fast einer bei Mar verreckt. Egal, ist ja nur eine Challenge. Oh, wir sind so schnell. Jui! Yeah! Yeah! Okay, lassen wir das. Sind auf jeden Fall jetzt Super Meat Boy Super Fan. Nicht wahr? Super Meat Boy ist super geil. Haben damit auch diese Challenge geschafft. Ja, krass, dass wir die alle beim ersten Versuch schon schaffen. Aber ich habe nichts dagegen. Zählt das eigentlich auch zu der Winstreak? Nein, schade. Schade, Schokolade. Egal, fehlen noch fünf Challenges, bis wir normale Ones weitermachen. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.